Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Giringard präsentieren. Dazu habe ich auf dem PTR hier schon ein bisschen rumprobiert und will euch jetzt ein paar Geschichten zeigen. Wenn das Video rauskommt, müsste der Patch auch schon live sein, heißt, ihr könnt dann gleich durchstarten mit dem Giring euer Chars. Als allererstes sei gesagt, dass es in Patch 8.2 eine relativ gute Catch-Up-Mechanik gibt. Heißt, wenn ihr noch den einen oder anderen Twink rumliegen habt, der noch nicht so gut equipped ist, beziehungsweise euer Main auch noch ein bisschen Item-Level gebrauchen kann, könnt ihr den relativ schnell hochziehen. Es gibt nämlich das sogenannte Bentische Gear oder Bentic Gear und mit diesem könnt ihr quasi einfach über normale Aktivitäten in Nasjatar eure Ausrüstung erstmal bei einem Händler kaufen, beziehungsweise dann beim anderen Händler hier upgraden. Und zwar seht ihr schon, wir haben hier einen von diesen Astralen und da kann ich dann dieses Benchische Gear und auch nur das, also andere Items könnt ihr hier nicht upgraden, einmal reinziehen und so ein ähnliches Fenster kennen wir schon. Ich meine, auf dem Tannan-Dschungel, da gab es auch sowas ähnliches. Und dann können wir unser Gear hier einmal upgraden über prismatische Mana-Perlen. Es ist so, dass das Ding Baseline auf 3,85 startet und dann könnt ihr es immer weiter upgraden. Am Anfang sind es ein paar mehr Stufen, am Ende sind es dann immer nur 5 Stufen, die ihr upgraden könnt. Das Problem an der Geschichte ist, es kostet immer mehr Mana-Perlen, also umso höher ihr es raufbasteln wollt, umso teurer wird die Geschichte. Ich habe mich da ein bisschen informiert, die maximale Stufe soll anscheinend 4,30 sein. Ich habe jetzt irgendwie nur noch 2. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die letzte Stufe dann 10 Item-Level sind und man dementsprechend dann auf die 430 kommt oder vielleicht ist es auch bloß für 25. Blizzard bastelt da ja immer mal wieder ein bisschen was auf dem PTR rum. Als kleine Randinformation, wenn ihr euch Collectibles und andere Items hier besorgen wollt, dann solltet ihr mit den Mana-Perlen ein bisschen aufpassen. Die braucht ihr nämlich für ziemlich viel Zeug und so gut kann man die leider nicht farmen. Heißt, man sollte sich das vorher überlegen, bevor man hier alle rein investiert. Wo kriegt man jetzt die Grundvariante her? Und zwar bin ich hier gerade im Lager der Allianz. Bei der Horde sieht es wahrscheinlich ziemlich ähnlich aus. Wenn wir auf die Map gucken, bin ich hier einmal in Nasjatar hier beim Allianzlager. So, das ist das Hordenlager. Müssten die gleichen Händler sein. Und zwar können wir jetzt einmal hier in das Gebäude reinschauen. Und dort haben wir hier verschiedene Händler. Und hier seht ihr, haben wir einen Händler, der uns diese Rüstungsteile verkauft. Und zwar haben wir eigentlich alles außer Waffen, Trinkets und Ringe, die wir hier kaufen können, jeweils für 5 Marken, wie ihr seht. Und wenn wir diese Dinger kaufen, seht ihr, die sind Battle.net oder Blizzard-Account gebunden. Heißt, ihr könnt die an jedem Char auf eurem Account schicken, beziehungsweise auch auf andere Accounts, die mit eurem Account verbunden sind. Auch auf die gegnerische Fraktion, auch auf einem russischen Roleplay-Server, wenn ihr denn so wollt, könnt ihr das Zeug hinschicken und mit eurem Chars quasi einsetzen. Und damit bekommt ihr ein 3,85er-Item. Heißt, ihr könnt mit eurem Main eure Twinks versorgen, aber das Upgraden der Items beim astralen Typen da hinten, da müsst ihr die Perlen quasi mit den Twinks dann selbst haben, um das upgraden zu können. Aber das ist schon mal eine schicke Sache, ihr könnt quasi hier die ganzen Slots schon mal auf 4,30 dann upgraden. Als kleiner Hinweis, eine Waffe bekommt man hier, sobald man die Intro-Quest von Nasjatar spielt und das ist nicht lang, also man spricht in Boralos auf dem Boot oder in Dazar auf dem Lor auf dem Boot einfach mit dem Typen, wird hier reingeworfen, schaut sich die Cutsequenz an, macht dann 5-6 Quests und dann bekommt man Free House quasi eine 4-15er Waffe, die man sich aussuchen kann. Wenn ihr eine 2-Hand-Waffe tragt, habt ihr ausgesorgt, dann habt ihr sofort die 4-15er Waffe. Bei 1-Hand-Waffen kriegt ihr halt nur eine, ne? Das ist ein bisschen blöd, aber Waffe ist schon mal kein Problem mehr. Die bekommt ihr auch mit jedem Gammeltwink. Heißt, danach sind es eigentlich bloß noch Ringe und Trinkets. Die können wir uns aber dann über andere Wege noch besorgen. Als nächstes schauen wir uns jetzt mal an, wie das mit dem Item-Level allgemein aussieht. Ihr seht, wir kriegen jetzt hier ja relativ hohes Gear. Vorher war 4,25 das Maximale. Jetzt ist dann auf einmal 4,25 bzw. 4,30er Items, die man hier bekommen kann. Ist jetzt nicht so krass, weil wir uns ja auch einem neuen Raid nähern. Und mit diesem Raid bekommen wir natürlich wieder ein bisschen höheres Item-Level. Wir gucken uns jetzt mal das Item-Level aus dem Raid allgemein an, dass wir so ein bisschen einen, ja, Art Wegweiser haben. Wie krass ist was für ein Item-Level? Der Raid ist immer ganz gut als Beispiel daher zu nehmen. Als kleine Randinformation, der Raid öffnet erst 2 Wochen nach Eröffnung von 8.2. Heißt, ihr könnt bis dahingehend noch nicht in den Raid und auch nicht in das Mega-Dungeon nach Mechagon oder Operation Mechagon. Heißt, dieses Bentische Gear wird schon ziemlich hoch sein,
bis der Raid öffnet. Wir gucken uns mal das an. Und zwar haben wir jetzt im Schlachtzugsbrowser ein Item-Level von 400, was schon relativ hoch ist. Dann in der normalen Schwierigkeitsstufe haben wir 415er, das ist ja das alte Mythic-Item-Level quasi. Dann haben wir im heroischen 430er-Gear, was dem Benchischen hier entspricht. Und dann im Mythic-Modus 445, natürlich kann er das ganze Zeug auch hochrollen, ausgenommen der Azerite-Items. Was man vielleicht erwähnen sollte, wenn wir jetzt hier mal reingucken, ich bin jetzt beim Mythisch drin, sprich die höchste Ausrüstung, und wenn wir jetzt hier mal reinschauen, was ihr für eine Stufe beim Hals braucht, und zwar, ihr seht, man kann den ersten Slot mit Item oder mit Halsstufe 15 freischalten, den zweiten mit 31, den dritten mit 36, den vierten mit 41, und ihr seht schon, das wurde nicht erhöht. Normalerweise, wenn ihr jetzt bis zum Patch gespielt habt, müsste euer Hals 50 sein. So ist es zumindest bei meinen Chars. Das ging jetzt am Ende relativ schnell. Und ihr könnt, wenn der Patch live kommt und ihr sofort Mythic raidet, gut, das geht erst in der dritten Woche, aber wenn ihr in der dritten Woche sofort Mythic raidet, könnt ihr euren Hals, müsst ihr den nicht weiter upgraden, um Trades zu skillen. Das Einzige, wo ihr den Hals dann höher braucht, ist wirklich für die 5 Item-Level in der Mitte. Aber ihr könnt alle Trades sofort skillen und müsst dafür keine Azerite-Power farmen. Was ihr natürlich braucht, ist hier für das neue System, wo ihr diese Runen rein basteln könnt, beziehungsweise hier noch ein bisschen Ausdauer kriegt, dafür braucht ihr den Hals dann. Heißt, ihr müsst dafür den Hals dann trotzdem weiter leveln, um diese Runen hier freizuschalten. Eine auf 55 und eine auf 65. Leider kann ich euch da ein bisschen täuschen. Ganz auslassen könnt ihr den Azerite-Grind nicht. Aber zumindest für die Azerite-Ausrüstung braucht ihr den Grind nicht mehr zu machen. Zusätzlich, was wir auch noch haben in der Open World, ist einmal sind einmal World-Bosse. Und zwar bin ich da ein bisschen verwundert gewesen. Es gibt insgesamt 2 World-Bosse. Und zwar droppen diese World-Bosse 415er Gear. Beide von diesen World-Bossen sind in Nasjatar. Ich kann euch das mal zeigen. Und zwar, einer ist hier oben und der andere ist hier unten. Die könnt ihr einmal in der Woche quasi umboxen. Die wechseln, so wie ich das gesehen habe, immer. Also quasi einmal ist der da, einmal ist der andere da. Ich schätze jetzt mal, dass das Item-Level, sobald der Raid öffnet, nochmal angehoben wird. So war es ja bei Evos auch. Dort hatte man ja auch erst, das ist der Baum, der in der Dunkelküste steht, da hatte man ja erst auch 385er Item-Level, und später, als das Azar-Lore geöffnet wurde, wurde es auch quasi um 15 Item-Level angehoben auf 400. Deswegen schätze ich jetzt, dass die World-Bosse auch von 415 dann auf 430 hochgehen werden. Ich glaube nicht, dass ein neuer World-Boss nur quasi das Normal-Item-Level droppen würde. Wenn wir jetzt mal gucken, 415 war das Normal-Item-Level, 430 ist das HC-Item-Level. Ich glaube, die heben ihn dann noch an. Für die ersten 2 Wochen wird es wahrscheinlich noch nicht angehoben. Und dementsprechend hat man da noch ein bisschen loweres Gear. Des Weiteren haben wir dann auch noch verschiedene Items, die wir quasi an den noch ausstehenden Slots anlegen können. Und zwar gibt es auf Mechagon ein bestimmtes Trinket. Und zwar seht ihr das hier einmal. Dieses Trinket könnt ihr relativ am Anfang bei der Questreihe freispielen. Also ihr kommt da eigentlich gar nicht großartig drum rum. Und dort habt ihr einfach nur 3 Sockelslots drauf. Diese Sockelslots bieten euch die Möglichkeit, verschiedene Lochkarten reinzusockeln. Und zwar gibt es einen roten, einen gelben und einen blauen Sockelslot. Und bei diesen Sockeln ist es so, dass die verschiedene Fähigkeiten haben. In dem gelben Sockelslot habt ihr quasi Stats drin. Da könnt ihr euch unter sehr, sehr vielen verschiedenen eure perfekten Stats aussuchen. Ich habe jetzt hier das erstbeste, was man am Anfang bekommt, reingesockelt. Und zwar Vielseitigkeit und Tempo. Beim roten habt ihr immer irgendeinen Effekt, der procken kann. Hier habe ich jetzt einen Tempo-Proc, und der blaue hat nochmal irgendeinen Special-Effekt, den ihr euch dann auch raussuchen könnt. Diese Karten bekommt ihr sowohl auf Mechagon als auch die bessere Version in der Operation Mechagon, was ja das Mega-Dungeon ist, was dementsprechend dann auch erst mit dem Raid-Release kommt, also sprich 2 Wochen nachdem der Patch live geht. Und ihr seht schon, die Lochkarten im Mega-Dungeon haben hier auch verschiedenes Item-Level, wie die auch schon draußen. Es gibt hier welche mit 415er Item-Level, die sind natürlich ein bisschen besser. Und dann gibt es auch noch ein paar lowere. Und ihr seht schon, hier haben wir irgendwelche Special-Effekte drauf, je nach Lochkarte. Das würde jetzt aber zu weit führen, wenn wir da uns jetzt alle im Detail angucken.
Genau. Dann gibt es noch auf Mechagon weitere Items. Und zwar könnt ihr bei dem Pascal, das ist so ein kleiner Roboter, verschiedene Items herstellen. Und da gibt es auch quasi Kisten, die ihr herstellen könnt, wo wenn dann ein Ring oder ein Trinket drin sein kann, beziehungsweise, soweit ich das gehört habe, können auch solche Lochkarten da drin sein. Heißt, ihr könnt auch Ringe und Trinkets dort herstellen, ist aber ein bisschen ein Farming-Aufwand, weil ihr dann relativ viel so Einzelteile und Gedöns auf Mechagon farmen müsst, um dementsprechend dann zu diesen Trinkets und Ringen hinzukommen. Das menschliche Gear ist da ein bisschen leichter zu farmen und wie ihr es gesehen habt, kann man das auch zu Twink schicken. Des Weiteren schauen wir uns jetzt nochmal ein paar Statistikwerte hier an. Und zwar kann ich euch das auch verlinken, hat da die Seite Umwenien eine ganz schöne Aufzählung gemacht. Und da können wir nochmal reingucken. Hier sehen wir einmal die Schwierigkeitsstufen im Raid. Das hatte ich ja einmal schon gezeigt und wann die released werden. NHC und HC 2 Wochen nach 8.2 Release und der LFR und der mythische Schwierigkeitsgrad dann quasi 3 Wochen nachdem der Patch released wird. Ist ja jetzt seit mehreren Jahren schon so, dass Blizzard diese Strategie fährt. Dann das nächste sind die normalen heroischen und mythischen Dungeons. Da wird das Ganze ein bisschen angehoben und zwar droppt jetzt im Normal schon 370er Gear, im heroischen Modus 385, im mythischen 400 Gear, also Mythic plus 0, wo ihr jede Instanz kurz durchflitzen könnt, droppt schon 400er Item Level, heißt, ihr könnt euch sehr, sehr schnell hochgehen und dann dementsprechend Operation Mechagon 415, beziehungsweise der Endboss Azarithelm ist dann quasi 430, was ja dem heroischen Modus dann im Raid entspricht. Dann schauen wir einmal rein, was im Mythic Plus Dungeon an Item Level droppt. 400 habt ihr gesehen, ist Baseline und dann geht es hier hoch von plus 2 mit 405 bis plus 10 mit 430, was grundlegend droppt, was auch der heroischen Schwierigkeit im Palast, also im neuen Raid entspricht. Und die wöchentliche Belohnung fängt dann ab 415 an bei einem Zweier-Key und endet dann bei 440, was dem mythischen Raid entspricht, beziehungsweise ich glaube 5 Item-Level drunter ist, weil es ja 425 ist, aber war ja jetzt quasi auch schon so, dass mir 5 Item-Level drunter waren mit 415 und 410, was in der Mythic Weekly Chest drin war, was quasi der Baseline-Wert war. Dann werden natürlich diese Instanzen auch verstärkt und zwar seht ihr hier die Aufteilung zwischen zweiter Season und dritter Season. Und da seht ihr schon, geht es relativ weit auseinander. Wenn wir dann bei einem 10er Key sind, waren es vorher 85% stärker und sind es jetzt 114% stärker. Man kann so Pi mal Daumen sagen, dass bis Stufe 10 die Schwierigkeit jeweils eine Stufe verschoben ist und ein bisschen mehr als eine Stufe sogar. Und bis 15 sind es dann 2 und über 15 sind es dann sogar 3 Stufen, die quasi das Ganze verschoben werden. Zusätzlich hat sich das Titanresidium auch ein bisschen geändert und zwar ist es jetzt hier so, dass man wesentlich mehr für die Items zahlt. Davor hat man in der zweiten Season für ein normales Teil 165 gezahlt, jetzt 1725. Davor waren es 600 für ein heroisches Teil, jetzt 9000 für ein zufälliges mythisch, 1725, die habe ich mir immer gekauft, jetzt kostet 47.000 und mythisch Spezial waren ja 7100, jetzt kostet es 200.000. Sind natürlich auch die höheren Items, wie ihr hier seht. Jetzt denkt sich der eine oder andere, oh wow, das ist ja richtig, richtig teuer. Ihr kriegt auch wesentlich mehr von dem Titanresidium. Das müsst ihr immer bedenken. Blizzard hat dieses System jetzt ins Spiel implementiert, dass man die gleiche Währung hernehmen kann, aber dementsprechend es den Leuten verwehrt wird, quasi so ein bisschen alles vorzuhorten. Wobei ich kenne einen Kollegen, der hat schon fast 50k pre-gestackt. Ich weiß zwar nicht, wie lange er dafür gefarmt hat, kann sich dann schon mal so ein random Mythic-Teil besorgen. Es soll halt so ein bisschen ausgehebelt werden. Man wird dann auch dementsprechend wesentlich mehr von dem Titanresidium bekommen. Wenn wir jetzt noch weiter hier durchgucken, können wir auch noch ein bisschen die PvP-Items angucken. Und zwar vom Ranking her bis 1400 kriegt ihr quasi ein 400er-Item und in der Truhe ein 415er-Item. Wenn ihr Kämpfer seid, also bis knappe 1600, gibt es aus dem Match ein 410er-Item und aus der Truhe, aus der Weekly, 425. Bei Herausforderer ist halt quasi bis 1800,
gibt es ein 420er Item und aus der Truhe 430, was ja schon HC-Standard ist. Rivale bis 2100 quasi gibt es ein 425er Item aus dem normalen Match und aus der Kiste 435. Duelland ist bis 2.4 quasi und da gibt es 4.30 aus dem Match und 4.40 aus der Truhe. Und bei Elite Gladiator 2.4 Plus gibt es 3.35 normal aus dem Match und 4.45 aus der Weekly Chest. Dafür muss man aber dann schon ein bisschen mehr PvP spielen, um diese Items zu kriegen. Dann sind hier diese besagten Trinket-Items aus Mechagon bzw. Ring-Items. Das kann man sich, wie gesagt, bei diesem Pascal so Items unter anderem herstellen. Und dann gibt es hier aus dieser Kiste quasi, wenn dann ein Ring oder ein Trinket, beziehungsweise ich habe auch schon Kommentare gelesen, dass Leute da einmal diese Lochkarten rausbekommen haben, um dementsprechend ihre Trinkets da noch zu sockeln. Dann haben wir jetzt hier nochmal so eine kleine Auflistung zwecks der Ausrüstung, die einfach so als Weltbeute droppt. Finde das jetzt relativ irrelevant. Gutes droppen 280er BOEs, es droppen epische Waffen 360, die kann man vielleicht immer Hafer ticken. Wobei, wie gesagt, es kriegt jeder zwingt nach 3, 4 Quests, 3, 4, 5, 6 Quests, lass es sein, in Asiatar 415er Waffe, also von dem her sind die Waffen eigentlich irrelevant, weil da muss man echt nichts können. Und ich habe es ausprobiert, man kann mit jedem Gammeltwing, egal ob der nichts gemacht hat, kannst du direkt nach Nasiatal. Also du musst nicht noch irgendwie vorher viel questen. Ich habe einen Char, der ist nur auf 120 mit Inseln gelevelt, der hat keine Quests in dem ganzen Addon gemacht und der kann direkt nach Nasiatal sich die Waffe holen. Also deswegen, ja, blöd, wer sich eine Waffe kauft, die unter 4.15 ist. Und dann das Benchische Gear, genau, das hatte ich euch ja schon gezeigt, World Boss 4.15. Da glaube ich aber, dass sie das, wie gesagt, noch anheben werden, dass das ein bisschen höher sein wird. Was dann auch interessant sind die Rezepte. Bevor wir uns das aber angucken, wollte ich jetzt schnell mal hier noch zu dem Titan-Residium-Händler gehen. Und zwar wollen wir uns das nochmal einen Ticken genauer angucken. Der bleibt quasi an der gleichen Stelle, wie er vorher war, nur dass er halt jetzt die höheren Items verkauft. Und hier seht ihr schon, das sieht ein bisschen krass aus, was das jetzt hier kostet. Und hier ist es auch wieder genauso wie bei den anderen Items, dass ihr quasi alle Ringe skillen könnt, ohne dass ihr dementsprechend mehr Level auf dem Hals braucht. Ja, und ihr seht, die alten Sachen sind hier leider raus. Also ihr könnt die alten Geschichten für weniger nicht mehr kaufen. Und ich habe das auch ein bisschen getestet, wenn ihr die alten Sachen weiter mitzieht, ihr kriegt dann nicht mehr Titanresidium raus, also die zu sparen ist halt leider ein bisschen sinnlos. Nur aus den neuen Sachen bekommt ihr quasi dann diese große Menge an Titanresidium. Genau. Gut, dann schauen wir mal einmal weiter in der Liste, genau die Craft-Items, die wir haben. Es gibt nämlich dann 370er PvP-Ausrüstung, vorher war es ja 340, die wir uns basteln können. Die gibt es auch wieder für PvP-Marken, heißt, da am besten alle zusammenschicken zu einem Char, die ist in der Battle.net-Account gebunden, könnt ihr euch dann diese Sachen craften. Und es gibt auch wieder neue Items, die ihr quasi mit nur dem Beruf tragen könnt. Und zwar fangen die bei 410 an und gehen bis 440. Und da kann ich euch jetzt auch nochmal kurz was zeigen. Und zwar nehmen wir mal exemplarisch hier einmal den Lederer. Und ihr seht, hier oben habe ich mir schon die ersten Items gekauft. Die sind hier alle 370, diese Items. Kosten Expulsum, die Knochen, die kennen wir ja auch schon. Den Sturmbike kennen wir ja auch schon. Und hier haben wir quasi ein neues Leder. Sedimentleder heißt das. Das kann man quasi in Nasiatar uns besorgen. Und so ist es bei allen Berufen, dass es immer die alten Matzen plus dann nochmal eine neue Materialie, die wir bei den neuen Händlern, Zonen quasi bekommen, hier in dem Fall in Nasiatar. Und das Upgrade bekommt man dann bei dem PvP-Händler in Nasiatar und da kann man dann dementsprechend wieder gegen diese Ehrenabzeichen, hatte ich ja eben schon erwähnt, die einfach auf den einen Char, den ihr vielleicht aktiver spielt, das hinschicken und quasi die höheren Ränge sich dann einmal hier kaufen. Man kann dann dementsprechend auch wieder die gleichen Items craften, die man schon hier auf dem niedrigeren Niveau auf 340 craften konnte, beziehungsweise da gab es ja auch die ganz am Anfang auf 310 und jetzt halt wie gesagt alles auf 370. Zudem gibt es dann hier, wie gesagt, diese höheren Items und zwar fangen die hier bei 410 an und sie haben komischerweise alle immer einen Sockel drin. Das ist ganz praktisch. Es gibt wieder selbige Items, die man vorher auch schon auf diesem Rang hatte. Und zwar einmal Schuhe,
und Hose. Das gab es hier quasi davor auch schon. Und hierfür braucht man aber Lederer auf 170. Also sprich, muss da doch ein bisschen mehr investieren quasi, weil der Beruf ja auch ein bisschen nach oben geht. Bis auf 175 kann man quasi weiter skillen. Ihr seht hier, das erste Rezept kriegt man auf Stufe 165. Dann hat man schon mal 410er Items. Und das zweite bekommt man erst, wenn man quasi ein bestimmtes Item freigebastelt hat. Und zwar ist das die Sedimentierung. Also muss halt quasi das erste entdecken und dann zusätzlich muss man noch eine Questreihe spielen. Und zwar habe ich die hier schon angenommen. Wir müssen nämlich so eine bestimmte Handwerksschmiede freischalten. Die muss man anscheinend nur einmal mit dem Char freischalten und dann kann man die höheren Items da craften. Ursprünglich auf dem PTR war es so, dass man sich nur diese Grundschmiede auf Nasjatar, das ist in dem Hauptlager, von der Allianz bzw. von der Horde auch, war es quasi so, dass man sich diese Grundschmiede einmal freischalten musste für den Beruf und dann konnte man diese Items einmal craften und ja, dann auch die höchste Stufe. Mittlerweile ist es so, dass die höchste Stufe anscheinend doch an dem Raid hängt und man danach noch eine zweite Quest bekommt, wenn man die erste einmal abgeschlossen hat und dann quasi nochmal Rohstoff aus dem Raid braucht. Hier sei gesagt, dass das System, wie ich finde, deutlich besser ist, denn ihr müsst nicht mehr jedes Mal für die zum Beispiel 440er Hose hier irgendwelche Raid-Items einsetzen. Ihr seht, man braucht Expulsum, den Sturmbalk, diese alten Knochen und halt dieses neue Leder. Aber um einmal diese Sachen craften zu können, muss man quasi hier so ein, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Schmiede, so ein bestimmtes Item quasi freischalten, ja. Hier seht ihr, so heißt es, strahlender psychischer Fokus braucht man dazu. Und ja, hier gibt es halt diese zwei verschiedenen. Es gibt hier den Ermächtigten, den Strahlenden und das geht halt über die Questreihe. Und für die erste Quest müssen wir uns psychische Splitter müssen wir uns besorgen und zwar 15 Stück, um die erste, ich nenne es jetzt wie gesagt Schmiede, ich weiß nicht, wie man es genau heißen, wie man es genau schimpfen soll. Für die erste Variante braucht man quasi jetzt 15 von diesen Splittern und diese Splitter kann man sich einfach hier bei dem Questgeber kaufen. Dementsprechend braucht man dafür wiederum prismatische Mana-Perlen. Heißt, ihr spart euch die Mana-Perlen mit dem Char, wo ihr craften wollt, kauft euch die, gebt die Quest ab, habt die erste Stufe. Und für die anderen Stufen, wie gesagt, soll man dann anscheinend in den Raid müssen. Das haben die jetzt aber hier auf dem PTR schon einige Male geändert. Und ja, da habe ich die erste Stufe noch nicht habe, kann ich die weiteren leider nicht testen. Aber dafür wird man wahrscheinlich dann im Raid Materialien suchen müssen, um dann das Größere herzustellen. Find das System aber in dem Sinne nicht so schlecht, weil wie gesagt, man hat dann nicht 10.000 Sachen wie Breath of Bonsandi oder hier das Blut von Gahun, was man da ja hatte im Inventar liegen, sondern braucht es halt bloß einmal, um sich hier sein Dings da freizuschalten. Wie gesagt, Schmiede sage ich jetzt einfach mal dazu. Und das geht dann auch für alle Berufe, also auch für Schmiedekunst brauche ich dann selbiges. Genau. Gut, dann schauen wir nochmal weiter, wo wir jetzt waren. Genau, die Ausrüstung, die wir uns einmal basteln können. Dann das nächste, was wir haben, ist das Item-Level von World Quests, von Emissary Bags bzw. von den Übergriffen. Das wird auch erhöht. Wir haben jetzt als Grund-Item-Level 385 von den World Quests. Von den abgesandten Quests kriegen wir dann ein Item-Level von 15 Baseline und von den Übergriffen auch für 15. Was ganz schick ist, ist dann quasi ein Normal-Item-Level, was wir da direkt rausbekommen können. Und dann ist jetzt hier unten nochmal die Geschichte, die ich vorhin schon erwähnt hatte, mit diesen Ringen, dass das nicht erhöht wird. Ihr seht hier, der vierte Ring ist hier auf 41 beim Helm, bei den Schultern auf 43 und beim Brustteil auf 42 und hinten dementsprechend diese 5 Item-Level, die skalieren schon hoch bis 64, 65 und 63 im mythischen Item-Level. Wie gesagt, es sind aber wirklich nur diese 5 Item-Level und kein Trade an sich. Ja, das waren alle Gearing-Sachen, die ich auf dem PTR so entdeckt habe. Ihr könnt mir ja gerne eure Gedanken zu dem Ganzen in die Kommentare schreiben. Ich muss sagen, mir gefällt dieses Bantic-Gear sehr gut. Man hat eine Möglichkeit, seine Twinks jetzt auch mit zu equippen. Und ja, ich denke mal, das ist ein Weg in die richtige Richtung.
weil mir das ganze Gearing jetzt nicht so ganz gut gefallen hat vor 8.2. Vor allem twinkfreundlich war es halt nicht, musste viel hochgrinden und das macht es jetzt wesentlich einfacher. Das mit dem Aufwerten finde ich gut. Die Mana-Perlen sind nicht ganz so einfach ranzuschaffen und man kann halt außerhalb von Raid oder außerhalb von irgendwelchen Mythisch Plus Dungeons sein Gear hoch progressen bis sogar 430, was ja HC-Item-Level ist. Und das finde ich eine schöne Sache, dass man da auch so ein bisschen einen ja, Outdoor-Content hat, der einem geartechnisch was bringt. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.